Verdammt, es ist eng hier. Was geht denn ab, Leute? Ey, wir sind gerade auf dem Weg nach Mallorca. Und zwar, nein, nicht um Urlaub zu machen. Nein, nicht um vielleicht ein bisschen Party zu machen. Wir planen ein ultra krasses Event für die Tattoo-Industrie am 1. und 2. Juli. Schmeißen eine Riesenparty auf Mallorca. Haben dort Boote gemietet, Beachclubs gemietet, die Insel gemietet. What the fuck? Es wird... Ah, episch. Wir fahren heute hin, um uns das alles mal anzuschauen, damit es nicht so wie Fire Festival endet. Checken alles aus, bereiten alles vor und dann geht's morgen auch schon wieder zurück, morgen Abend. Vielleicht schaffen wir es, eine Stunde am Pool zu chillen oder so. Ansonsten wird gehasselt. Aber man kann sich Schlimmeres vorstellen. Amman, freust du dich? Zieh die Maske richtig auf. Leute, wir sehen uns gleich auf Mallorca. Digi, was geht? Wir haben es geschafft nach Mallorca. Amman hat es geschafft, nicht im Flugzeug zu rauchen. Digga, Palmen machen einfach was mit einem. Kannst du mir sagen, was du willst, Digi? Wetter ist sehr, sehr nice. Wir suchen uns jetzt erstmal ein Taxi, das uns zu einem humanen Kurs abzocken wird. Dann checken wir ins Hotel ein und dann essen wir schnell was. Und dann geht es auch schon zu den ersten Terminen. Mal gucken, wie weit wir euch mitnehmen. Also ein paar Geheimnisse wollen wir auch für uns behalten, oder? Geil, Leute, wir sehen uns gleich. So, willkommen beim TripAdvisor Winner 2012. Amman hat es geschafft, er ist in Mallorca. Wir sind jetzt hier im Hotel angekommen. Ey, ich habe das Gefühl, ich war schon mal in so einem Hotel von denen. Hi, how you doing? Und jetzt checken wir noch schnell ein und dann ab zu den ersten Terminen. Dann organisieren wir hier alles. Aber Location sieht schon mal nice aus. Da hinten ist auch schon der Strand. Oh, guck mal, da ist ein fetter Pool. Das ist nice. Geil. Okay, let's go. Noch ist es hier ruhig. Aber wenn wir hier am 1. Juli herkommen zu unserer Industry Party, Alter, nehmen wir die Bude auseinander hier. Also ich werde einen Zehner, die können danach neu streichen. Amman, erster Eindruck? Passt, das ist perfekt. So, Amman ist schon fleißig am Testen, wie gut das Bier ist. Ich ziehe da oben ein. Das ist nice, das gefällt mir. Ich würde sagen, hier lässt sich's aushalten. Alter, guckt euch diesen Ausblick an. Fuck! Ich bin so fucking hyped auf dieses Event. Das ist unsere Location Nummer 1. So, wir fahren jetzt uns mal die Location des Abends anschauen, was auch ultra nice wird. Da wird dann die Party abends stattfinden. Hier wird mittags so ein Get-Together, Come-Together sein. Alter, check das aus, Mann. Wir sind hier am Yachthafen. Sehr, sehr nice. Wir schauen uns jetzt gleich die zweite Location an, das Bahia. Da wird die Party stattfinden, das Abendessen. Boah, ich bin gespannt. Das ist Mareike. Sie hat mit Amaniel hier alles organisiert. Wenn der Trip nachher nicht so nice ist, dann alle zu Mareike. Wir können laufen. Ach was, wir laufen, komm. Sehr nice. Da hinten sehen wir die Kathedrale von Palma. Da ist auch die historische Altstadt. Hier sehen wir Amaniel in seiner sportlichen Exzellenz. Ich bin das erste Mal ja so richtig auf Mallorca. Ich habe so einen nice Eindruck schon. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Fuck, wir hätten doch den Aufzug nehmen sollen. Wow, wow. Das ist doch ein Blick. Guck mal, das ist das Bahia. Hola. Ja, stark. Boah, das ist sehr, sehr nice. So, jetzt schauen wir uns noch den Club an. Nach dem Dinner geht's hier dann richtig rund. Wow, super nice. Boah, verrückt. Digi. Amman, schwing das Tanzbein. Teste mal, was hier so geht. Wo ist die Stange? Ey, ich bin verliebt in diesem View. So, ganz wichtig, wir müssen natürlich noch die Getränke von dem Event testen. Deswegen schauen wir mal. Also ich campe hier mich mit Avocado, Salaten und ein bisschen Pommes durch die Gegend. Amman versucht, Herr der Sparrows zu werden. Ein ganzes Schwein habe ich. Ein ganzes Schwein habe ich. Du bist ein Schwein? Ich habe ein ganzes. Wenn du so lange ruhig bist, filmst du, Victor. It's so natural, you belong to me. Ich kämpfe mit Baum, Mama, Jacob!
Und der glaubt mir nicht, dass ich schlafen gehen will. Despacito. Aber man hat auf jeden Fall schon neue Freunde gefunden. Es war auf Kipp 50-50, ob sie Best Friends for Life werden oder ob sie sich übel auf die Fresse hauen. Er hat Anklang mit den alten weißen Männern gefunden. Ey, ich mag's hier richtig, richtig gerne. Gestern Abend war eigentlich auch noch ein nicer Abend. Jetzt hier noch den letzten Tag ein bisschen genießen. Wir schauen uns jetzt gleich den Katamaran an, auf dem wir am zweiten Tag dann den Tag verbringen werden. Jetzt geht's los. Bye, bye. Yes, wir sind jetzt hier am Playa de Palma angekommen. Wir laufen jetzt gleich zum Strand, aber vorher. Alter, hier sind schon die ganzen Yachten. Gehen wir jetzt zuerst zum Katamaran oder? Ah, wir gehen in die andere Richtung. Lasst euch überraschen, es wird auf jeden Fall wild. Super gespannt auf den Vlog von der Party, beziehungsweise auf den Zusammenschnitt-Trailer von der Party. Da werden wir so viel Content erstellen. Es wird so nice und ich bin schon so Bock da drauf. Ey, 200 verrückte Artists an einem Fleck. Alles Freunde von uns. Es wird super nice, alle mal wieder zu sehen, alle auf einmal zu sehen. Oh, es wird so witzig. Fuck, ich bin verloren. Wo sind die jetzt hin? Kurz vor Corona haben die dann diese Gesetze gemacht, dass es in den roten Zonen keine Hotels mehr mit All-Inclusive gibt. Ah, okay. Keine Partyboote oder Boote mit Live-Musik. Aha. Und diese ganzen extra Gesetze, ich glaube, am 11. Etc. Und da gehören drei, das sind die drei großen Zonen, das sind Playa de Palma Arenal. Ja. Natürlich dabei. Aha. Dann Magaluf für die Engländer. Und das soll jetzt richtig abgegangen sein, ne? Die Engländer, die kennen dann ein schlimmer als die Deutschen. Schmerzfrei. Boah, ist aber schon richtig schön hier, als wenn man an den Booten vorbeischaut. Der da? Welcher? Ja, der große. Das ist der, auf dem wir dann sind? Ja, auf dem ihr dann seid. Wow. Wir schauen uns das zusammen an. Boah, Thorsten, ganz geschickt. Ja, danke dir, mein Lieber. So, wow, das sieht so cool aus. Ah, okay, Captain AJ ist am Start. Das wird unser Partyboot, Leute. Es wird so ein richtig fettes Event. Guck mal, man kann sich hier reinlegen. Alter, wie geil ist das? Ich bin hyped drauf. Es sind jetzt noch 7 Wochen bis dahin. Oh, Leute, ihr wisst gar nicht, worauf die sich einlassen.